Hi, heute wollte ich euch mal den 96er Porsche Carrera von Hot Wheels etwas näher vorstellen. Es handelte sich dabei um eine Formneuheit aus dem Jahr 2019, auch 2020 kommt da nochmal. Ich bin Tomek, herzlich willkommen auf dem Kanal, viel Spaß beim Schauen. So, weiß war die erste Farbe, in der er erschienen ist. Hat ein beiges Interieur und einen abgedunkelten Scheibensatz. Die Bedruckung ist relativ umfangreich, Porsche-Logo ist vorhanden, Scheinwerfer sind vorhanden, Rückleuchten sind vorhanden. Bei dem weißen sind allerdings die Scheinwerfer irgendwie etwas runtergerutscht. Sieht etwas suboptimal aus, ich glaube, der verliert irgendwann nochmal komplett seinen Lack. So, dann haben wir noch diesen blauen, das ist das zweite Modell, was quasi erschienen ist 2019. Und dieses Blau erinnert mich echt an mein Santorin-Blau von meinem BMW. Sieht echt lecker aus und wie bereits erwähnt, Rückleuchten sind auch voll da. Carrera-Schriftzug ist zu sehen und der Kühllufteinlass ist in mattschwarz aufgedruckt. Auch hier ist das Scheibeninlay schwarz, der Innenraum schwarz und jetzt haben wir 2020 einen schwarzen Porsche gekriegt. Da ist das Inlay auch schwarz, aber der Scheibensatz ist nicht mehr abgedunkelt, sondern wirklich klar. Die Bedruckung ist immer noch genauso umfangreich. Andere Felgen hat das Auto allerdings noch bekommen. Ja. Der schwarze Lufteinlass ist hier auch nur schwer zu erkennen, da das Auto ja auch schwarz ist. In Gelb kommt er aber 2020 auch noch. So, mein Favorit ist trotzdem momentan der blaue. Deswegen wird er jetzt auseinandergepflückt. Da haben wir die Bodenplatte. Hier haben wir den Innenraum in schwarz. Nur beim weißen ist er halt beige. Relativ umfangreich. Und hier haben wir den Scheibensatz aus dem blauen Porsche. Aber in dem blauen Porsche wandert gleich der Scheibensatz vom schwarzen Porsche. So, da haben wir den anderen Scheibensatz. Der dunkle kommt in den schwarzen Porsche. Vielleicht mache ich damit mal noch irgendwas. Wir werden sehen. Einen Porsche habe ich ja schon mal gemacht. Also komplett umlackiert und andere Felgen verpasst und so weiter und so fort. Nur dieses Crimson Red Metallic von VW kommt irgendwie nicht so richtig zur Geltung. Hab schon vieles versucht, aber irgendwie, man sieht es wirklich nur im Sonnenlicht optimal. Und wenn ich 300 Scheinwerfer drauf halte, blinkt deine Kamera doch nicht besser. Ein bisschen kann man es hier noch erahnen, ansonsten ploppt jetzt hier gleich das i auf, dass ihr euch das Video von diesem Porsche mal angucken könnt. Und hier haben wir jetzt den blauen mit frischen Felgen und auch Details versehen. Vorne die Zusatzscheinwerfer wurden halt noch angemalt. Die Holme der Scheiben wurden geschwärzt, genauso wie die Scheinwerfer, die Waschdüsen und der Lufteinlass vorne. Hat einfach eine viel bessere Tiefenwirkung und ist relativ leicht zu machen. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar da lassen, welches Auto ihr noch sehen möchtet. Ansonsten gucken wir uns jetzt mal noch den Porsche von hinten an. Da war jetzt nicht so viel zu machen. Die Spiegel wurden verchromt, die Auspuffblenden wurden verchromt. Und das war's auch schon. So, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns oder hören uns nächsten Freitag wieder.